Bonjour à Niceville, was so viel heißt wie herzlich willkommen, hallo aus Nizza. Dem Ort, wo die Luft feuchter ist als das Meer an sich. Wir haben unser Hotel gefunden, es ist ein Ibis-Hotel und das bedeutet, es ist gut. Wir haben Aircondition, wir haben WLAN und wir haben ein paar Steckdosen, außer Marc. Der hat keine. Nee, Thies hat auch keine. Thies hat auch keine, aber ich habe eine. Und das ist meine Steckdose. Wir haben mehr Blick, Alter. Wir haben meiner Meinung nach das erste Mal auf dieser Europa-Tour wirklich ein richtiges Frühstück. Ein französisches Frühstück mit Croissant und ohne Wurst und so, aber ein Frühstück und ein gutes Frühstück. Und das ist sehr schön und dann gehen wir gleich gestärkt an den Strand. Natürlich erst nach einer Stunde, denn mit Essen im Bauch darf man ja nicht schwimmen gehen. Ich behaupte jetzt mal einfach so spontan, dass der Vlog aus Nizza nicht besonders lang wird, weil unser Tagesablauf aus Essen, Strand, nochmal Essen besteht. Apropos Strand, wir gehen jetzt gerade zum Strand und der ist einen Katzensprung von unserem Hotel entfernt. Und vielleicht hört man im Hintergrund schon das Klatschen, denn hier findet gerade ein Triathlon statt. Also einige Leute laufen noch, die anderen fahren schon Fahrrad. Und das ist ganz interessant zu sehen. Aber so viel ist jetzt gerade noch nicht los. Oder nicht mehr los. Die beiden Jungs sind jetzt im Wasser und ich habe ein großes Problem, denn ich habe mir gestern eigentlich extra zwei Pfirsiche gekauft für den Strand und jetzt habe ich die vergessen und ich habe eigentlich keine Lust jetzt zurückzulaufen. Das bedeutet, kein Pfirsich für mich. Tschüss. Der Boden ist Lava. Die Palmen sind hier alle frisch frisiert. Also an den Seiten 3 mm und oben drauf hochgesteckt. Das sieht schon sehr impressive aus. Red, könnt ihr euch noch an diese Werbung von diesem Käsestick erinnern? Der eine Käsestick, der Skateboard fährt? Das ist die gleiche Frisur. Ich glaube, das tut voll gut, sich darunter zu stellen. Ne? Aber es wird alles nass, ne? Ich glaube, das war egal. Oui, oui, nous avons mangé très bien, et vamos à la playa. Das sollte jetzt ungefähr heißen, wir sind fertig mit Essen. Es war sehr gut und jetzt gehen wir noch so ein bisschen am Strand wieder entlang. Wir haben gerade gesehen, dass die Wellen ziemlich geil sind, also hoch. Und auch wenn wir gerade schon mal im Wasser waren, wollen wir da jetzt noch mal hin und ein bisschen in den Wellen platschen. Aber vorher schlafe ich noch ein bisschen. Unser letzter Tag in Nizza ist angebrochen und wir befinden uns wieder am Strand. Ich muss jetzt allerdings mein Tattoo ein bisschen schonen, was bedeutet, keine zu starke Sonneneinstrahlung, kein Chlorwasser und kein Salzwasser. Ich kann also nicht ins Meer, aber ich sitze hier oben auf ein paar Steinen drauf und habe einen ganz schönen Ausblick hier auf alles, auf den Strand, auf das Meer und das ist auch ganz geil. Und die beiden Jungs gehen jetzt gleich ins Wasser, das auch heute sehr schön blau ist. Was hier an dem Strand ziemlich krass ist, da kommt jetzt nämlich gerade wieder was auf mich zu. Hier fliegen regelmäßig Flugzeuge drüber, weil hier hinter uns irgendwo ein Flughafen ist. Vielleicht sieht man das jetzt gleich. Da. Das sieht jetzt zwar ziemlich weit weg aus, aber eigentlich fliegen die sehr niedrig über dem Wasser und auch sehr nah am Strand entlang und landen dann halt da hinten am Flughafen bzw. starten da auch.
ich muss hier langsam mal weg, weil der Wasserspiegel steigt und es kommen auch immer mehr Wellen. Ich gehe einfach mal eine Reihe zurück und schau mir das Spektakel von hier an. Herrlich! Es gibt übrigens nochmal zwei Leute, die sich gewünscht haben, dass ich die grüße. Also, die ersten Grüße gehen raus an Max Hebbel, ein guter Kollege von mir. Max, du bist ein geiler Typ und die Hebbel-Mische ist die beste. Und dann noch an die beste Tanzpartnerin, die ich jemals hatte. Emily, du weißt, wer gemeint ist. Du, Grüße gehen auch raus an dich. Wir sehen uns hoffentlich in nächster Zeit irgendwann mal wieder. Für weitere Grüße schreibt einfach eine offizielle E-Mail an frederikwieswig@gmail.com mit eurem Namen, eurer Adresse, eurem Alter, der Person, die euch grüßen soll. Und ich werde versuchen, das dann alles schnellstmöglich zu bearbeiten. Der Hunger nagt an uns und so wird es Zeit, etwas zu essen zu suchen. Wir suchen jetzt nach einer Pizzeria. Ich weiß, das ist nicht so typisch für Frankreich, aber keiner von uns hat jetzt so richtig Bock auf Frosch oder Muschel und Crepe jetzt auch nicht so. Ihr wisst, Vorurteile sind überhaupt nicht so mein Ding. Weil es sich eher um so ein Pizza-Auto als um einen Pizzaladen gehandelt hat, der jetzt noch nicht auf hat, haben wir jetzt den nächsten Laden gesucht, wo man was kaufen kann. Und sind bei so einem American Imbiss gelandet. Deswegen haben wir uns jetzt ein paar Burger und Baguettes geholt. So, das war der vorletzte Stopp auf dieser Europa-Tour. Als nächstes geht's nach Barcelona. Nizza war eher so ein Chill-Urlaub. Essen, Strand, im Hotelzimmer rumsitzen. Aber wirklich, wirklich schön. Also das Wasser ist Hammer von der Farbe und so. Und alles sehr schön sauber, beziehungsweise an der Promenade ist es sehr schön sauber. Alles in allem eine recht schöne Stadt, beziehungsweise das, was wir gesehen haben. Das war jetzt nicht viel, aber das war schön. Bis dann, hat es euch beiden auch gefallen? Ja. Ja, aber mal machen. Auf Wiedersehen.